Hallo an alle Zuhörer, hier ist wieder der Callcenter Crusher. In diesem Video habe ich eine Finanzmaklerin am Rohr, die mir noch nicht mal sagen konnte, welche Ausbildung sie genossen hat oder in welcher Uni sie studiert hatte. Alles Weitere seht ihr dann nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, bitte. Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Hier ist Nina Schiller von der Finanzabteilung. Wie geht's Ihnen, Ihre Account Manager, Senior Account Manager? Ja, von welcher Finanzabteilung? Also Sie haben vorher mit meiner Assistentin Frau Wolf gesprochen und Sie haben auch einen E-Mail geschickt. Deshalb rufe ich Sie. Sie möchten mit einem Senior Account Manager sprechen. Auf dieser Grund rufe ich ihn an. Mit der Frau Wolf hatte ich nicht gesprochen, mit der hatte ich noch nicht gesprochen. Da also war Sie nur der haben E-Mail-Kontakt. Frau Wolf. E-Mail-Kontakt ja, war da, Sie aber haben, nicht gesprochen. Genau. Ja, also Sie haben eine E-Mail geschickt, ja. Ja, das ist richtig. Genau. Und Sie möchten eigentlich auf Gas und Öl investieren, oder? Wäre möglich, ja. Ich wollte mich erstmal informieren über die ganze Geschichte. Okay, als erstes, haben Sie schon mal erfahren über Onlinehandel oder es wäre Ihr erstes Mal? Das ist mein erstes Mal. Okay. Und wie gesagt habe, Sie können natürlich auf Öl oder Gas Ihre Investition starten, aber meine professionelle Empfehlung an Ihnen, Sie können das eigentlich auf Tesla starten. Mit was starten? Ich weiß das nicht. Tesla. Nee, Tesla ist für mich nicht interessant. Ja, okay. Sie können das natürlich auch auf Gas oder Öl also starten. Und habe ich eine Frage auch. Hier steht zwei Konten mit den richtigen, also mit den gleichen Handynummer. Und erste ist Paul Rüdiger und zweites ist Ludger Lusmann. Ja, das ist mein verheirateter Bruder. Mit dem wohne ich zusammen. Also, ja? Wer sind Sie? Sind Sie Paul Rüdiger oder Herr Lusmann? Mit wem wollten Sie denn jetzt sprechen? Wollten Sie mit meinem Bruder sprechen oder mit mir? Also, hier steht nur eine Handynummer und für eine Handynummer, für die gleiche Handynummer, hier steht zwei Konten. Das habe ich Ihnen noch gerade erklärt. Das ist erstens keine Handynummer und zweitens wohne ich mit meinem verheirateten Bruder zusammen. Deswegen die Frage, mit wem wollten Sie denn jetzt sprechen? Also, Sie haben von Paul Rüdiger ganz einfach eine E-Mail geschickt. Ich möchte gerne mit Paul Rüdiger sprechen. Oder wenn Sie auch eine Information haben, wenn Sie die gleiche Information haben, also das ist nicht so wichtig. Ich kann auch mit Ihnen weitermachen. Nein, Sie sprechen schon mit Paul Rüdiger, das ist ja richtig. Ja, okay, super. Okay, kein Problem. Ja. Und wie gesagt habe, Herr Rüdiger, wenn Sie Ihre Investition heute gestarten, Sie können auf ungefähr in 5 Wochen Ihr Geld als, also 52% als Profit bekommen. Weil hier steht ein großes Profitmöglichkeit für Sie. Und ich weiß das nicht, mit welchem System wollen Sie arbeiten, zum Beispiel automatischen System oder manuellen System. Ich denke, dass Sie haben keine Erfahrung, um ein also manuelles System zu arbeiten, oder? Ja, richtig. Ich habe noch keinerlei Erfahrung, ja. Auf dieser Grund, es wäre super, wenn Sie mit automatischen Systemen handeln. Weil hier steht ein Robot, wir nennen das als Algorithmus und dieser Algorithmus werden Sie alles machen. Ja? Ja, gut, okay. Und nochmal eine Frage, mit was kann ich denn sonst noch handeln? Also, normalerweise für einen Mindestbetrag, um einen Mindestbetrag zu starten, also unser Mindestbetrag ist 500 Euro, aber wir geben ein Angebot für unseren Neuinvestoren, das ist nur 250 Euro. Ja. Okay. Und Sie können diese 250 Euro entweder mit Ihrer Visa-Card oder mit Mastercard einzahlen. Wie würden Sie das machen?
Ja, erstmal wollte ich noch ein bisschen Informationen darüber kriegen, mit was ich handeln kann. Das hatten Sie ja noch nicht beantwortet. Ja, also Sie haben mir das gefragt und ich habe das schon beantwortet. Mit was ich handeln kann, Habe haben Sie ich nicht Ihnen das? beantwortet. Mit was ich Wenn Sie sonst. an meine, okay, wenn Sie meine Meinung gefragt haben, ich wollte Ihnen das wieso sagen. Hier Ich ist die habe nicht drei nach berühmte Ihrer Meinung Aktien. gefragt, ich habe mich gefragt, mit was für Produkten ich handeln kann. Also, ich empfehle Ihnen das nicht eigentlich auf Öl oder Gas Ihre Investition starten, weil ich weiß das schon, das ist nicht meine erste Mal. Also, wenn Sie auf Öl oder Gas Ihre Investition gestartet haben, Sie werden nicht so, also nicht so gut profitieren, weil hier steht keine Möglichkeit, um ein gutes Profit zu erzielen. Gas wird doch so Aber viel wenn Sie Ihre, teurer. Was ist daran schlecht? also, ja, also hier steht eine Volumen, hier steht ein großes Volumen, okay, ein höheres Volumen, aber also die Preise sind nicht so gut. Also sie werden nicht so gut profitieren. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, mit was ich sonst noch handeln kann. Und ich Tesla will Ich ich habe nicht. Ihnen das, okay, Amazon oder Pfizer Nee, wie oder wär's denn Yuan mit Coin, ich Gold und weiß das nicht. Silber oder Platin zum Beispiel? Also, haben Sie Yuan Coin schon mal gehört? Chinesischen Coin? Nee, China möchte ich auch nicht. Oder Sie können das auch Ethereum starten. Das ist interessant, ja. Das wäre vielleicht was. Ja, Und wie und sieht's mit Gold und Silber wenn aus Sie. oder Platin? Also, Sie können das auch eigentlich Gold machen, aber Platin oder Silber empfehle Ihnen das nicht, schlage Ihnen das nicht vor. Ja gut, aber ich muss doch selber entscheiden können, ob Sie das vorschlagen. Ich wollte doch nur wissen, mit was ich sonst handeln kann. Ich wollte doch nicht Ihre Meinung dazu wissen. Entscheiden will ich das selber. Ja. Also, als Ihre Finanzmanagerin versuche an Ihrer Seite die beste Unterstützung geben. Ja, aber doch nicht dadurch, Und dass Sie mir zum irgendwas Beispiel, vorschreiben wollen. nachdem Sie Ihre Investition gestartet haben, Sie werden so warten, um ein gutes Profit zu erzielen. Wenn Sie ein gutes Profit nicht erzielen wollen oder erzielen haben, Sie werden mir das gefragt. Ich habe mein Geld verloren und was haben Sie getan? Bla bla bla. Ich wollte das nicht. Ich sage Ihnen die Tatsache. Ja gut, aber Ja. ich lasse mich ungern beschränken damit, Hier steht dass auch ich. im Hintergrund, Lassen Sie mich bitte hier steht auch im ausreden. Hintergrund, Können Sie mich nicht ein ausreden Moment. lassen? Ist. Natürlich, aber ich habe eine Gerüche gehört im Hintergrund. Ja gut, das passiert nun mal, Hier wenn man steht mit auch. mehreren Leuten in einer Wohnung lebt. Diese Person sagt, na ja. Das Was sagt. gefällt mir nicht, bitte. Was Ihnen gefällt, was in meiner Wohnung passiert, das geht die doch einen Scheißdreck an auf gut Deutsch. Er sagt, ja, nein. Hier sind. Ich spreche jetzt mit Ihnen, nicht mit dieser Person. Ja, eben. Eben. Deswegen kann die Person Ihnen ja egal sein. Okay, machen Sie weiter mit Ihrer Wort. Ich höre Sie. Ja, wie ich gesagt habe, ich lasse mir ungern vorschreiben, mit was ich zu handeln habe. Deswegen habe ich gefragt, mit was ich noch handeln kann. Das haben Sie ja noch nicht beantwortet. Ich habe Ihnen das auch gesagt, Sie aber haben mir ich weiß Ihre das Meinung nicht. Was gesagt, für aber die interessiert mich reichlich wenig. Ich will nur wissen, Ihre was ich Ma bei meine Ihrer Meinung? Augenblick darf ich ausreden. Ihre Meinung interessiert mich wenig. Was mich interessiert ist, was ich auf Ihrer Plattform handeln kann. Okay. Also. Meine Meinung, Interessiert mich nicht. also gilt, ich weiß das schon. Ich habe das nicht von irgendwo gefunden. Ich kontrolliere die Finanzmärkte also jeden Tag und jede Stunde. Ich sage Ihnen das für die Finanzmärkte. Hier steht viele Veränderungen jede Stunde. Und ich kontrolliere das auf meinem System. Auf dieser Grund sage ich Ihnen das an meiner professionellen Ansicht,
nicht meine also persönlichen Entscheidung oder persönlichen Empfehlung. Okay, Sie sind also professioneller Finanzmakler. Ja? Ja. Okay, welche Ausbildung haben Sie denn? Das interessiert sich nicht. Das natürlich interessiert mich das. Sie sind nicht meine Arbeitgeber oder so. Aber ich bin derjenige, an dem Sie Geld verdienen wollen. Und wenn Sie keine Ausbildung haben, dann werde ich mit Sicherheit bei Ihnen wenn investieren. Also haben Sie keine Ausbildung? Doch. Ja, und welche? Das interessiert sich nicht eigentlich. Doch, das interessiert mich, sonst würde ich ja nicht fragen. Denken Sie daran, wenn Sie zur Bank gegangen haben, fragen Sie das. Wie, von welcher Abteilung haben Sie Ihre Uni absolviert oder so? Haben Sie das an die Bankleiter gefragt oder nicht? Das brauche ich in der Bank nicht. Wenn ich in die Bank reingehe, dann werden die nur Leute einstellen, die eine Ausbildung haben. Hier habe ich sie nur am Telefon. Und deswegen kann ich wohl, doch wohl nachfragen, welche Ausbildung sie haben. Also, was für, also wofür fragen Sie das an meiner Seite? Weil ich soll bei Ihnen investieren und Sie sagen mir noch nicht... Wir werden nicht an... Lassen Sie mich doch ausreden. Wir werden nicht... Sie sagen mir noch nicht mal, welche Ausbildung Sie haben als Finanzmakler? Was ist denn das für ein armseliges Zeugnis? Also ich habe Ihnen das nicht so gefragt. Ich denke, dass Sie sollen das nicht auch. Was? Ich verstehe Ihre Wortsätze also, nicht. Also, das interessiert sich nicht. Mich interessiert es. Also haben Sie keine also, Ausbildung, weil Sie sie nicht nennen? Ja, ja, ich habe keine Ausbildung, genau. Mhm. Okay, dann sind Sie für mich schon mal als Unternehmen ausgefallen. Wenn da Finanzmakler arbeiten, die keine Ausbildung haben, dann brauche ich da nicht investieren. Mhm. So einfach ist das. Das ist eine Ausrede. Nein, das nicht ist die eine Ausrede. Ausrede. Ja? Die Ausrede haben Sie doch. Sagen Sie mir einfach, welche Nein. Ausbildung Sie haben und dann können wir ich weitermachen. Habe, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ah ja, und wo? Also in Wien. In Wien. Und mit welchem Abschluss? Habe ich Ihnen das gesagt? Nein, Sie haben gesagt, Sie haben es studiert. Sie haben aber nicht gesagt, mit welchem Abschluss. Sie, Wirtschaftswissenschaften. Ja, das ist ein Von Studiengang. Ja, und? Und wie haben Sie abgeschlossen? Was meinen Sie damit? Wenn ich mit einem also Abteilung also weitergemacht habe, ich werde auch von dieser Abteilung absolviert. Es geht nicht um die Abteilung in Ihrem Betrieb. Sie haben gesagt, Sie haben in Wien. An welcher Uni haben Sie denn studiert in Wien? Welche Uni? Ja. Also Wien. Wien. Wien hat ja nicht nur eine Uni. Also das ist ja äußerst unseriös. Erst sagen Sie mir nicht, ob Sie studiert haben, dann sagen Sie nur eine Stadt und können noch nicht mal sagen, welche Uni oder welche mit, wie Sie graduiert haben. Und da soll man Vertrauen haben zu so einer Firma? Wien Universität. Ist das genug für Sie eigentlich? Nein, das ist oder kein, was? Nein, das ist kein Name. Das ist kein Name einer Uni. Eine Uni hat immer einen anderen Namen, nicht Wien-Universität. Da haben Sie sich sehr schlecht informiert. Offensichtlich haben Sie weder studiert, noch haben Sie Ahnung von dem, Aha. was Sie tun. Also, Ach so, Sie sind meine also Lehrer, völlig, ja. Sie sind meine Lehrer. Und nein, das Sie interessiert Sie mich sind eigentlich. Einfach nur sind Sie normal unseriös. Oder was? Sie sind was, einfach was nur wollten ein Scammer. Sie, was wollten Sie genau? Sie sind was einfach wollten nur ein Sie Scammer. Genau? Ein dreckiger, kleiner, Wie? Verschissener Scammer. Genau. Verarschst du mich? Mhm. Ich habe das schon bemerkt. Und du bist nicht eine seriöse Person. Nicht so seriös wie du, was? Mein Gott. Ah, so komisch. Ein armseliger sehr Betrüger. Komisch, so ein armseliger Betrüger. Nicht mal betrügen ja, kann man ja. richtig. Wenn man betrügen will, sollte man sich vorbereiten.
Tja, und hier war die Aufnahme dann schlagartig beendet, da die Betrügerin über ihre eigenen fadenscheinigen Lügen gestolpert ist. Tja, so kann's gehen. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.